Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police, Tag 162 auf ein neues Freunde, das Desaster. War ja nicht mal meine Schuld in dem Sinne. Ich kann mir ja nicht merken, wer welche politische Gesinnung hat. Könnte ich auch ein Screenshot machen und so, aber das, nope. Das wollen wir nicht. So, und der Spitzel wurde bezahlt und ist nicht tot. Ja, ist doch nett. Polizisten gibt's aber trotzdem keine guten. Und Detectives auch nicht. Und wir können jetzt nochmal, gucken. Achso, das war hier Everyday-Einkaufsladen. Da weigern wir uns mal. Oh, mal ein bisschen was anders machen, ne? Das ist dieser Regenmantelmann. So, da schicken wir nämlich 4 Rote hin. Und hier, die Explosion war nix. Das wissen wir ja mittlerweile. Und hier ist die Frage, wenn wir das... Ich weiß, der ist im Urlaub, aber vielleicht, wenn wir 2 gute Cops schicken und das SWAT-Team, vielleicht können wir es trotzdem lösen. Ich habe nämlich Angst, dass der flüchtet. Dass der einfach flüchtet, weil er weiß, dass wir ihm auf den Fersen sind. Bereiten Sie sich auf ein Feuer weg. Boah, ich werde die reichen Mistkerle direkt in die Luft schleudern. Terrorismus. Ja gut, das wussten wir schon. Mich interessiert die Schule. Also Psychomusik hier. Psycho und Massaker. Gucke, das ist nämlich das Geheimnis. Ich will doch mal, warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man Spitzel erst am nächsten Tag... Ne, es war doch hier bei unserem Stellvertreter, ne? Wenn wir unseren Stellvertreter angeklickt haben. Wo war denn das? Wo wir uns auch die Statistiken... Ach, unser Stellvertreter ist doch, glaube ich, ermordet worden, ne? Deswegen haben wir den nicht mehr zur Verfügung. Kann das sein? War das nicht so? Ich glaube, das war so. Weil hier fehlt ein Button. Hier fehlt ein Button, Freunde. Und das wird sein. So, wir schicken Purdy und Shaw. Und ohne leitenden Ermittler sind die Chancen geringer. Ich weiß, will aber nicht bis morgen warten, weil es kann sein, dass wir es dann verfehlt haben. Und das möchte ich nicht. Ja toll, aber dann können wir doch... Dann darf der Spitzel gar nicht mehr sterben, sonst... Täter gefasst. Sehr geil. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Und jetzt müssen wir die Gang zerschlagen. Sie haben diese Gang vernichtet. 45.000. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Erregung öffentlichen Ärgernisses hat auch gut geklappt. Und jetzt kommen hier die Aufträge rein wie sonst was. Gut, Diebstahl ist was für die beiden. Hier haben wir noch einen Diebstahl. Ist was für die beiden. Was haben wir hier noch? Tiermisshandlung. Immer zu Vollmond kommt ein Werwolf zum Friedhof. Er heult den Mond an und versucht mich zu fressen. Er ist heute wieder hier. Beeilt euch. Ist klar. Drohanrufe. Eine alte Musiklehrerin. Ist eine raue Stimme, die sagt, dass man mir alle Finger brechen würde. Ich denke, es muss einer meiner Schüler sein. Das könnte sogar was Wahres dran sein. Und wir müssen hier bei den Ermittlungen auch nochmal gucken. Der muss raus. Deswegen werden die nämlich erschossen. Hier lassen wir nur Rote ran. Lassen wir nur Rote ran, ja. Und hier müssen wir auch nochmal gucken. Warte mal. Eigentlich
sind die haben Feierabend und also wir haben wirklich nur Grüne am Start, wenn die Roten Feierabend haben. Das passt eigentlich, ne? Das passt eigentlich. Hier haben wir nur Rote, hier können wir Mole von mir aus noch dran setzen. Faust ist der leitende Ermittler, das würde ich ja auch gerne nochmal ändern. Aber egal, geht schon. Okay. Ja. Unser Stellvertreter ist weg. Ärgerlich. Was können wir denn beim Gewerkschaftsbund? Wollen wir uns das mal leisten, Freunde, dass wir hier von der Stadtverwaltung diese Aufträge nicht mehr kriegen? Machen wir. Ist nämlich nervig. Und hier kann man Spitzel. Ach, hier, Alter. Sorry, Leute. Beim Gewerkschaftsbund. Okay. Aber trotzdem, wir hatten ja schon geschickt. Wir mussten ja schnell entscheiden. Aber das nächste Mal weiß ich Bescheid. Gewerkschaftsbund, Spitzel erneuern. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, Drohanrufe ist okay. Diebstahl war auch gut. Und hier, Stehle und Shin haben das auch gut gemacht. Tipptopp, Freunde. Spitzenmäßig. So, klingeln wieder die Zeugen Jehovas. Die lassen wir mal draußen stehen, oder? Mache ich nicht auf. Oder so ein kleines Live-Interview? Ja, kommt rein. Ich mache gerade ein YouTube-Video. 3 neue Schnappschüsse und der tätliche Angriff. Da könnten wir in der nächsten Folge eigentlich mal reinschauen, oder? Ich finde schon. Und zwar zu Anfang des Tages vielleicht. Mal gucken, was sich ergibt. Wie sieht's hier aus? Alle sind glücklich, alle Daumen nach oben. Würde ich sagen, gucken wir mal, was der nächste Tag bringt. Yildirim ist nicht zur Arbeit gekommen. Ich war die ganze Nacht wach und konnte nicht schlafen. Jetzt habe ich diesen Tinnitus. Kann ich mir den Tag frei nehmen, Dixon? Ach, Tinnitus, ne? So, wir wollten ein Abzeichen verteilen. Und zwar an McNamara. Der hat sich's verdient. No good. Holy shit. Holy, holy Scott. Ja. Also unsere Standardhymne hier. Was? Die Kasse der Stadt kann nicht länger teure Prothesen einkaufen. Behinderte Veteranen haben irgendwie davon erfahren, sich mit hiesigen Journalisten zusammengeschlossen und die sollen wir jetzt wieder niederdrücken. Richtig? Richtig. Ist mir aber egal, machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Sie haben einen Eid geschworen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Fahrlässige Gefährdung. Ein Mann im Weihnachtsmannkostüm, der für eine Abendshow gebucht war, hat sich schwer betrunken, ist dann mitten in die Festlichkeiten gerannt, den riesigen Baum hochgeklettert, angefangen an ihm hin und her zu schwingen. Aha, hält sich wohl für Tarzan. Die Menge schrie dem Mann zu, herunterzukommen, der Baum wäre beinahe auf sie gestürzt. Sehr lustig. Spitzenmäßig. So. Gibt's was Neues? Nein. Also, mit den Leuten haben wir echt Pech. Guck dir mal hier an. Teresa Chavez. Erinnert ja fast schon an Percy. Also optisch natürlich nicht, aber sonst so. Unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Ein Pärchen, das in einen öffentlichen Brunnen kletterte und sich dabei auszog. Vielleicht wollen die auch nur Eisbaden. Mitten im Winter in den Brunnen klettern? Oder ist er trockengelegt im Winter? Keine Ahnung. Sollen die doch ein bisschen Spaß haben im Brunnen, oder? Geiselnahme mit Todesfall, das ist nicht gut. Mehrere bewaffnete Tierrechtler haben eine Zoohandlung gestürmt. Machen wir mal so. Forbes mit 195, die will ich einfach nur schützen. Okay. Okay. Das passt. Die Musik passt aber gut zu der. Zu der Winterstimmung, finde ich. Vermisste Person. Ich
würde gerne noch mal kurz warten, ob wir hier Verstärkung schicken können. Können wir nicht. Geiselnahme Todesfall. Die Geiseln knien am Boden und rechnen damit zu sterben, aber die Verbrecher streiten sich und können sich nicht entscheiden, wer die Hinrichtung durchführen soll. Genau, einen streunenden Hund werden wir als Austausch nehmen. Wir werden mal Kontakt herstellen und Verhandlungen starten. Der Verdächtige mit dem Gesichtstattoo versucht, auf die Geiseln zu schießen, aber die Sicherung lässt sie nicht lösen. Er versucht hektisch, sie umzulegen. Betäubungsgranaten werfen oder tödliche Schüsse setzen. Sich als Hund verkleiden und versuchen, sich an die Verbrecher anzuschleichen. Genau, das ist natürlich... Ja, Granaten oder schießen. Wir haben eigentlich gute Leute geschickt, ne? Außer Chabotta. Wir versuchen es mit Betäubungsgranaten, Freunde. Okay, hat geklappt. Hat funktioniert. Jetzt haben wir noch eine vermisste Person. Ach du Kacke. Eine vermisste Person im Wald und eine Massenschlägerei. Die Frage ist, die vermisste Person. Wir haben gleich wieder alle zur Verfügung. Vermisste Person schicken wir mal. Machen wir mal so. Okay. Und hier Massenschlägerei. Ja. 4 Dutzend Männer in Weihnachtsmannkostüm. Mit Messern. Hat eben auch gut geklappt mit Chabada. Mission von Gott. Kollege, wir wollen nicht gerade... Achso, wir wollten uns auch die Ermittlung nochmal angucken, ne? Schnappschüsse 6. 5 und 9 haben wir. Wollen wir mal gucken? Ich und Alex sind nur in aller Ruhe am Strand spazieren gegangen, als jemand angerannt kam und Alex mit der Faust gegen den Hinterkopf schlug. Könnte passen, oder? Alex fiel zu Boden und der Mann packte mich am Haar und schrie mich an, ich wäre schlimmer als eine Hure, weil ich mit einem dunkelhäutigen Mann schlafen würde. Ich versuchte mich loszureißen, aber der Spinner hatte mich festgepackt. Dann sah ich, dass er einen Schlagring trug und eine Klinge sprang aus dem hervor und er schnitt in meine Wange. Der Schmerz war wirklich heftig. Er rief etwas wie, jetzt wird jeder wissen, was du bist, eine Hure ohne Seele. Dann rannte er weg. Blut rann mir über das Gesicht, aber ich konnte sehen, dass er auf den Parkplatz zuhielt. Ich habe nichts gesehen. Ich erinnere mich nur an einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf. Dann wurde alles dunkel. Als ich zu mir kam, sah ich, dass der Rettungswagen und die Polizei da waren. Alex mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen, kam angerannt, den geschlagen, ist zum Parkplatz gerannt. Jetzt müssen wir nur noch mal... Was? Am Tatort wurden Blutspuren und ein Baseball gefunden. Ein Baseballschläger? Oder ein Baseball? Ich wollte gerade parken, als ich einen kleinen, grauhaarigen Mann sah, der eilig in einen rostigen Pickup stieg. Sein Arm war voller Blut. Ich dachte, er müsste schwer verletzt sein. Ich war nicht überrascht. Dieser Strand ist selbst im Winter ein Minenfeld aus zerbrochenen Glasflaschen. Gut, haben wir es schon. Tipptopp. Wunderbar, dann können wir uns den schnappen, den Typen. All zum Strand. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch ein bisschen warten. Jetzt haben wir noch Bäckerei. Macht keine Pausen mehr. Ist die Frage, ne? Jetzt haben wir hier bewaffneten Raub, Freunde. Ach du Schande. Wir weigern uns. Wir haben keine Zeit, hier zur Massenschlägerei noch jemanden zu schicken. Ja.
Ja, die Mädchen haben Verstecken gespielt, okay. Alter, sollen wir hier Camp und Huang hinschicken und das SWAT-Team? Ja, ist ein Witz. Ist ein Witz. Forbes noch? Nee, nee, das können wir nicht machen. Dann sterben die alle. Dann sterben die alle pauschal. Nein. Nein, 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 nein. Ja, wenn sie nicht wollen. Doof, ne? Ja, na klar. Na klar. So, Freunde, gehen wir zum Strand oder was? Schauen wir mal. Wir haben zwei Versuche. Ich glaube, die zwei Versuche könnten wir zumindest knapp schaffen. Zerstörung von Privateigentum. Ein Wikinger auf einem Einhorn hat die Lilien in ihrem Garten zertrampelt. Ah ja. Ein Wikinger auf einem Einhorn. Gute Frau. Es gibt keine Wikinger. Und falscher Ort. Nein, richtiger Ort. Richtiger Ort, Täter gefasst. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Das war das Einhorn. Zu viel Medikamente gegen Angstzustände genommen und begonnen zu halluzinieren. Vergewaltigung. Vanessa Gant hörte auf dem Heimweg von einer Party den Schrei einer Frau. Sie lugte um die Ecke und sah zwei Männer, die einer jungen Frau die Kleidung vom Leib rissen. Einer von ihnen warf das Opfer zu Boden und stellte einen Fuß auf ihren Hals, während der andere ihr die Hose auszog. Da schicken wir Elite hin. Freunde. Gibt's noch? Ah, drei neue Schnappschüsse. Gucken mal, ja, wäre heute natürlich günstig. Wäre heute günstig, ihn zu verhaften. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob wir es vielleicht hinkriegen. Aber schon wieder mit dem bunten Päckchen hier. Der Bischof ist ein geistig gestörter Priester. Ach was, der seine Position der Kirche zur Gründung eines Drogenkartells ausgenutzt hat. Der Bischof überwacht persönlich die Produktion aller wichtigen Partydrogen und wenn das gute Werk getan ist, segnet er die Ware mit einem speziellen Ritual. Ah, der ist verrückt. Der spritzt da bestimmt irgendwie Blut drauf, oder? Wir gucken mal. Der Bischof schneidet sich mit einem Messer in die Hand. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also das passt so. Zwei Chemikerinnen. Ja. Zwei Chemikerinnen produzieren die Drogen. Der Bischof segnet das erzeugte Puder. Und die Frauen wiegen es auf einer elektronischen Waage ab, um es dann in verschieden gefärbten Päckchen zu verpacken. Zwei Chemikerinnen produzieren die Drogen. Der Priester segnet das Puder. Naja, hier wird nichts gesegnet. Das sind Männer, oder? Die Frauen wiegen es auf einer elektronischen Waage ab, um es dann in verschieden gefärbten Päckchen zu verpacken. Ja, hier. Große Scheune. Wird von Männern mit automatischen Waffen bewacht. Also hier das auch nicht. So hätte ich jetzt gedacht. Elektronische Ware. Aber der segnet das Zeug halt nochmal, ne? Schwierige Sache. Schwierige Sache. Einem speziellen Ritual. Na gut. So vielleicht. So. Und so. Haha, okay. Tipptopp. Könnte Newberry. Oh, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ein ganzes dient nur als Luxuswohnung des Bischofs. Was haben wir noch? Könnte in der Kirche sein. Oder Tankstelle. Ich habe keine Ahnung.
Wir werden uns der Tankstelle mal widmen. Ein Versuch haben wir. Vergewaltigung schon mal gut. Und die Tankstelle. Und müssen wir dann morgen ohne leitenden Ermittler? Jawohl! Richtig getippt, Freunde. Auf frischer Tat ertappt. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Und wir machen dem Bischof den Garaus. Gang zerschlagen. Rest in peace, mein Freund. Rest in peace. Viel Spaß im Gefängnis. Spitzenmäßig, Freunde. Ein erfolgreicher Tag. Und jetzt kommt noch a cutscene. Museum? He's here. Well, what are you waiting for? Ein Treffen mit dem Bürgermeister. Jack, do you know how I managed to stay mayor for so long? Oh yeah, I know. Is that what you wanted to talk about? No. No, no, Jack, it's not that. I've stayed in my position because at the very beginning of my career, I learned an important rule. If someone, anyone, friend or enemy, if they want something bad enough, you can hook them with it. I know just what you mean. What does Jack Boyd want? A good pension? Doubtful. $500,000. I think that whole nonsense is a myth. The others might think that you just want a paltry sum of money and you'll walk away. I think... No. I'm sure of it. You want what you've always wanted. To remain the chief of police. And only I can give that to you. You are to lead a special operation against Chaffee. I want your team to come down like a hammer on his stinking restaurant. I want you to personally be there and stand in front of the cameras. And I want this fairy shot during his arrest. A dozen bullets at least. I want to see his mutilated body all over the airwaves. I expect a perfectly planned operation. And if you keep me happy, you'll keep your job. For another year and a half. I think we have an agreement, huh? Not a year and a half, Mr. Rogers. For the rest of my life. You think you can dictate terms, Jack? Yeah. Because if someone wants something bad enough, you can hook them with it. I think we have an agreement. Tja, auf welche Seite werden wir uns stellen, Freunde? Wir haben jetzt das Angebot von Rogers, was, glaube ich, genauso gut ist wie das von Chaffee. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sauslös, dein Lumi.